ich freue mich, darüber sprechen zu dürfen, was die Jahreslosung für unser Selbstbild bedeutet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Für mich ist das pures Evangelium, frohe Botschaft. Bei Gott werden wir gesehen. Wir sind nicht unsichtbar. Er sieht uns und zwar wirklich. Was uns bewegt, unsere Umstände, wie wir wirklich sind und wie er uns gemacht und gedacht hat. Wenn wir gesehen werden, und zwar wirklich liebevoll gesehen und darin angenommen werden, dann hat das verwandelnde Kraft. Und ich musste im Vorfeld immer wieder auch an zwei Begegnungen denken. Die liegen schon eine ganze Weile zurück, die sind mir aber sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar habe ich in der Studienzeit immer wieder Reisen und Freizeiten für Menschen mit Behinderung begleitet. Und da waren zwei Menschen, die haben immer Selbstgespräche geführt. Und der eine, der schimpfte die ganze Zeit ganz doll mit sich. Also sobald er sich hinsetzte, sagte er auf, steh sofort auf, Freundchen, ich komme gleich dahin. Und es war irgendwie klar, der wiederholt irgendwie was, so wie mit ihm gesprochen wurde, so spricht er jetzt praktisch andauernd mit sich selbst und konnte sich selber auch nicht zufriedenstellen. Und dann gab es eine andere Teilnehmerin, die sprach immer in so einer ganz, ganz sanften, liebevollen Stimme mit sich selbst. Die sagte immer, Heike, Schatzi, das hast du aber toll gemacht. Du bist ein Goldschatz. Und auch da war irgendwie klar, sie gibt wieder, wie andere Menschen mit ihr umgegangen sind, wie mit ihr gesprochen wurde. Und ich finde, darin wird so deutlich, wie sehr, wie wir von anderen gesehen werden, doch auch unser Selbstbild prägt. Also der andere ist wie so ein Spiegel, in dem wir uns auch selbst erkennen. Und nochmal stärker gilt das natürlich für Gott. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, in der, finde ich, wird das so ganz besonders deutlich, wie es verwandeln kann, wenn Gott uns mit liebevollem Blick ansieht. Und das ist die Geschichte von Zachäus. Und ich möchte gerne anhand dieser Geschichte nachspüren, was es heißt, von Jesus gesehen zu werden. Was das vielleicht auch mit unserem Selbstbild macht. Zachäus ist ein Mann, der von allen auf eine ganz bestimmte Art gesehen wird. Der steckt praktisch schon in bestimmten Schubladen drin. Und für ihn verändert sich alles, als er dann auf Jesus, auf Gott trifft und von Jesus wortwörtlich im Baum gesehen wird und wahrgenommen wird. Schon gleich von Beginn an wird von Zachäus ein sehr widersprüchliches Bild gezeichnet. Die Geschichte handelt von einem ganz armen kleinen Mann und von einem reichen Gauner und beide sind dieselbe Person. Zachäus ist ein Mann mit zwei Gesichtern, kann man sagen. Einerseits eben der arme kleine Mann, der Jesus nicht sehen kann und der oft ein bisschen unser Mitleid weckt. Und auf der anderen Seite aber auch der fiese, reiche Kartellchef, der offenbar zu Recht von allen gemieden wird. Ein Oberzöllner, der andere um ihr Geld erleichtert und dabei ziemlich ruchlos vorgeht. Ich lese und erzähle in einer Mischung die Zachäus-Geschichte, die in Lukas 19 steht. Jesus ging nach Jericho und er zog hindurch. Und da war ein Mann, der beim Namen Zachäus gerufen wurde. Und diese Information ist nicht ganz unwichtig, weil im Namen Zachäus nämlich das Wort für rein, für Reinheit steckt. Und die nachfolgende Information darum irritieren kann. Nämlich, er war ein Oberzöllner und sehr reich. Etwas, was sich damals eher nicht so sehr vereinbaren ließ mit Reinheit. Und er trachtete danach zu sehen, wer Jesus war und er war dazu nicht in der Lage. Wegen der Menschenmenge, denn von Statur war der große Oberzöllner klein. Da lief Zachäus voraus nach vorne, praktisch direkt vor der Nase der anderen vorbei und stieg hinauf auf einen Maulbeerfeigenbaum, sodass er Jesus sehen könnte, wenn er dort vorbeikommt. Ich habe schon gesagt, Zachäus ist offenbar ein Mann mit mindestens zwei Gesichtern. Zachäus der Reine, der Zöllner, ein Oberster, von Statur aber eher am Boden geblieben.
klein. Diese Gegensätze ziehen sich durch den ganzen Text und auch dieses Oben und Unten. Ein großer Mann, klein von Statur, klettert hoch auf einen Baum und wird am Ende aber auch wieder auf den Boden zurückgeholt. Die Größe des Zachäus ist also andauernd Thema und wahrscheinlich nicht nur in dieser Geschichte, sondern wahrscheinlich in seiner ganzen Lebensgeschichte. Das zieht sich durch. Seine Kleinheit ist das, was an Zachäus offensichtlich ist, das, was den Leuten zuallererst in den Blick fällt und im Gedächtnis bleibt. Und zwar damals genauso wie heute. Wer Zachäus damals sah, der sah einen kleinen Mann. Und auch wenn man heute jemanden fragt, wer Zachäus war, werden die meisten wahrscheinlich sagen, ach, das war doch der Kleine, der auf einen Baum geklettert ist. Wir können also davon ausgehen, dass Zachäus wohl schon immer der Kleine war. So haben ihn andere gesehen und so sieht er sich selbst. Zachäus, der Kleine. Es ist nicht schön, wenn es ein offensichtlicher Makel oder eine Schwäche ist, der allen anderen zuallererst in den Blick fällt, wenn sie einen sehen. Und wenn man dann auf diese schwache oder nicht so tolle Eigenschaft reduziert wird, wenn es dazu führt, dass alles andere an einem übersehen wird. Der allererste Eindruck ist der wichtigste, hören wir oft. Aber was ist, wenn man von vornherein benachteiligt ist in diesem ersten Eindruck? Und wenn man immer wieder zum Außenseiter wird, noch ehe man überhaupt eine Chance hatte. Sicherlich hatte der ein oder andere von uns auch schon mal das Gefühl, in bestimmten Situationen irgendwie benachteiligt gewesen zu sein, wegen irgendeiner echten Eigenschaft oder vielleicht auch wegen einem Vorurteil. Zu alt oder zu jung für etwas, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu fremd, zu bekannt, zu spießig, zu uncool oder zu unseriös. Zu den Coolen hat Zachäus bestimmt nicht gehört. Die Bibel verrät uns, dass er eher der Typ war, mit dem niemand befreundet sein wollte. Ich greife jetzt etwas im Text vor, aber viele von uns wissen wahrscheinlich ohnehin, wie die Geschichte endet. Jesus lädt sich bei Zachäus ein und der freut sich total. Und da wird offensichtlich, dass es offenbar etwas ganz Besonderes ist. Zachäus ist es nicht gewohnt, Freunde zu haben. Und er ist es nicht gewohnt, dass jemand ihn einlädt, seine Einladung annimmt, geschweige denn, dass sich jemand bei ihm einlädt. Und zwar nicht erst, seit er ein schurkischer Oberzöllner ist, sondern das zieht sich wohl durch sein ganzes Leben hindurch. Zachäus, der Kleine, war schon als Kind der, der als Letzter gewählt wird, mit dem keiner spielen will. Und das hat geprägt, wie er sich selber ansieht. Ich selbst war in der Schule kein richtiger Außenseiter, aber ich hatte immer so ein bisschen den Stempel der Frommen, die eben jeden Sonntag in die Kirche geht. Und so richtig cool macht einen das dann auch nicht. Ich habe damals gemerkt, wie ich mich irgendwann mit dieser Rolle abgefunden habe und auch erwartet habe, dass andere mich so sehen. Und das kann man bei Kindern oder auch bei Menschen im Allgemeinen ganz oft so beobachten. Wir finden uns mit Rollen ab, die wir uns eigentlich nicht ausgesucht haben und mit denen wir eigentlich auch nicht zufrieden sind. Und wir lernen diese Rollen aber trotzdem irgendwie zu erfüllen oder zumindest zu erwarten, dass das eben die Art ist, auf die wir gesehen werden. Ich bin ja eh immer die Fromme oder der Kleine oder ich werde ja eh nie ernst genommen. Ich enttäusche immer alle. Oder mit mir will ja eh keiner befreundet sein. Vielleicht fallen euch dann noch andere Dinge ein. Dinge, die ihr über euch selber denkt. Überzeugungen, die ihr im Laufe eures Lebens gesammelt habt, obwohl sie euch wehtun. Was anfangs kränkt und verletzt und worin wir uns unverstanden fühlen, wird irgendwann zu einem Schuh, den wir uns tatsächlich anziehen. Ja, so bin ich halt. Ich bin halt schlecht. Ich kann das eben nicht. Oder mich kann man eben nicht lieb haben. Wir akzeptieren diese Erfahrungen und was sie uns lehren, wird zu vermeintlichen Wahrheiten, die uns dann begleiten. Wahrheiten über uns selber. Zachäus hat gelernt zu erwarten, dass niemand mit ihm zu tun haben möchte. Vor dieser Enttäuschung, die ihm immer wieder zustößt, schützt er sich,
indem er sich gar nicht mehr bemüht, indem er den Leuten wenigstens Grund gibt, ihn nicht zu mögen. Ihr mögt mich nicht, ich mag euch noch viel weniger. Ihr sagt, ich wäre böse, na, dann gebe ich euch Grund dafür. Ihr wollt nicht mit mir befreundet sein, ich brauche eh keine Freunde. Ich gehöre nicht dazu, schön, will ich auch gar nicht. Am besten kommen wir Enttäuschungen zuvor, indem wir sie selbst herbeiführen. Indem wir selber dafür sorgen, dass eintritt, wovor wir Angst haben. Denn das schenkt Sicherheit. Immerhin ist das eigene Schicksal dann selbst gewählt. Wir haben es in der Hand, es stößt uns nicht mehr zu. Und auch Zachäus nimmt die Dinge selbst in die Hand. Er ist kein Opfer mehr. Nein, er will jetzt ein Außenseiter sein. Er versucht nicht mehr beliebt zu sein. Er findet sich damit ab, dass er keine Freunde hat. Immer mehr wächst er hinein in die Rolle, die er schließlich über Jahre innehat. Er wird ein Schurke und er wird mächtig. Jetzt hat er zwar auch keine Freunde, aber es liegt immerhin nicht mehr an etwas, worauf er keinen Einfluss hat. Er wird unverwundbar. Er richtet sich ein in der Rolle als Sünder, auf den alle mit dem Finger zeigen. Der fiese Schurke wird zur Rolle, in der er sich sicher fühlt, die ihn aber irgendwie auch einmauert, aus der er nicht mehr rauskommt. Ein sicheres Gefängnis. Nur sein Name, in dem die Reinheit steckt, der weist noch darauf hin, dass da irgendwas nicht ganz stimmig ist. Dass Zachäus vielleicht nicht so ist, wie er eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Dass der Schuh, den er sich angezogen hat, eben doch nicht passt. Auch wenn ihn anzuziehen sicherer war, als ihn immer wieder an den Kopf zu bekommen. Sein Name, der weist noch darauf hin, dass da etwas verloren gegangen ist. Unter den Blicken der anderen, aber auch in den Augen des Zachäus auf sich selbst. Reduziert auf seine Schwäche, auf sein Außenseitertum. Sein Name ist das Überbleibsel von Zachäus, der kein Schurke war. Oder zumindest mehr als ein Schurke. So vergehen viele Jahre. Zachäus lebt ganz gut so. Ein bisschen einsam ist das, aber das wäre er ja sowieso, ist er immer gewesen, auch als er sich noch Mühe gegeben hat. Dann kommt Jesus in die Stadt. Ein Wanderprediger, von dem Zachäus hört, dass die Leute ihn Freund der Zöllner und Sünder nennen. Freund der Außenseiter. Und irgendetwas stieß das in Zachäus an. Vielleicht die Hoffnung, dass Jesus auch in ihm etwas anderes sehen könnte als den Zöllner und Sünder. Obwohl er sich das Hoffen auf Freundschaft ja eigentlich gründlich abgewöhnt hatte, als er Schurke wurde. Zöllner, Sünder, Freund, das sind eigentlich Worte, die nach Zachäus Erfahrung überhaupt nicht zusammenpassen. Entweder ist man Zöllner und Sünder oder man ist Freund. Das Gefühl hat man heute auch in manchen Gemeinden immer noch. Entweder du bist ein Sünder oder Gemeindemitglied. Obwohl das ja völlig absurd ist. Diesen Jesus, von dem Zachäus gehört hat, wollte er gerne sehen. In der Bibel steht, er suchte zu sehen, wer das ist. Und das Wort, das hier verwendet wird, deutet darauf hin, dass das nicht nur so ein spontaner Gedanke war. Keine bloße Neugier, sondern dass es sich um eine echte Herzenssache handelte. Aber wieder einmal macht Zachäus seine eigene Kleinheit das Leben schwer. Aber diesmal weiß er sich zu helfen. Er klettert auf einen Baum, um Jesus zu sehen, wenigstens aus der Ferne. Eine eher zaghafte Kontaktaufnahme, wenn man es denn überhaupt so nennen kann. Ein Hinweis darauf, dass Zachäus kaum den Mut hatte, sich viel von Jesus zu erhoffen. Er hätte sich ja auch vordrängeln können oder rufen, so wie das in der Bibel manchmal andere Leute machen. Er schaut sich das Ganze aber lieber aus der Ferne an. Andererseits wirkt das, was er tut, dann aber auch wieder gar nicht so zaghaft, wenn man bedenkt, dass es ihn ganz schön bloßstellen könnte, dass der mächtige Mann auf einen Baum angewiesen ist, um etwas sehen zu können. Ein ganz schön krasses Eingeständnis von Schwäche und das vor allen Leuten. Vielleicht können wir darin eine gewisse Zerrissenheit erkennen. Einerseits rennt Zachäus für alle sichtbar an der Menschenmenge vorbei und klettert auf diesen Baum. Andererseits sucht er sich ein Versteck.
Will er jetzt gesehen werden oder nicht? Zachäus versteckt sich gewissermaßen demonstrativ, wie ein Kind, das sich versteckt und heimlich gefunden werden möchte. Gewiss ist, er möchte sehen, wer Jesus ist. Und dann ist da noch die Hoffnung, dass ihn dieser Freund der Zöllner und Sünder vielleicht auch sieht. Gemischt aber auch mit der Sorge, dass das vielleicht böse mit einer erneuten Enttäuschung ausgehen könnte. Er ist verwundbar wegen der Kleinheit, die ihn auf einen Baum angewiesen sein lässt, weil er an der Menge vorbeirennt wie ein Kind und dann auf einen Baum klettert wie ein kleiner Junge. Weil er Hoffnung hat, obwohl er es eigentlich besser weiß, obwohl das Leben es ihn anders gelehrt hat, obwohl er weiß, dass ihn niemand mag. Das war schon früher so und da war er noch nicht mal so fies wie heute. Und dann ist der Moment plötzlich da. Jesus sieht ihn tatsächlich. Ich stelle mir vor, dass Zachäus für einen Moment erstarrt. Was passiert jetzt? Wir können nur spekulieren, was Zachäus durch den Kopf geschossen sein könnte. Und ich lese euch einen Text vor, den ich vor ein paar Tagen gehört habe und der für mich irgendwie unheimlich gut in diese Situation des Zachäus passt. In diesen Moment, in dem Jesus zu ihm aufschaut und noch nichts sagt, wo sich die Blicke kreuzen und man irgendwie merkt, ich sehe ihn und er sieht mich. Eine Schrecksekunde. Ungefähr so könnte sich Zachäus gefühlt haben. In dem Text von Norm Strauss heißt es, plötzlich ist es hier nicht mehr sicher. Ich dachte, ich könnte mich hier verstecken, aber jetzt schaust du mir auf einmal direkt in die Augen. Aus der Distanz war es viel einfacher, aber jetzt bist du so nah, dass du mich fast berühren kannst. Und ich fühle mich nicht sicher. Du schaust mir in die Augen und ich befürchte, du hast mich erkannt. So sehr Zachäus sich gewünscht hat, gesehen zu werden, so erschreckend ist wahrscheinlich der Moment, in dem das dann tatsächlich passiert. Die Augen sind das Fenster zur Seele, sagt man. Und wer weiß, was andere denn da sehen. Ich lese vor, was passierte, als sich die Blicke von Jesus und Zachäus kreuzen. Als Jesus an den Ort kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schleunigst darunter. Heute nämlich ist es notwendig, dass ich bei dir einkehre. Da stieg er eilends hinab und nahm ihn freudig auf. Zachäus kann aufatmen. Jesus sieht ihn und er sieht ihn wirklich. Er begreift, wer dieser Zachäus ist. Zum einen spricht er ihn mit seinem Namen an. Mit diesem Namen, in dem das Wort rein mitschwingt. Noch viel bemerkenswerter ist aber, dass er nicht etwa sagt, was machst du denn da oben? Sondern auf einen Blick sieht, was dran ist, was nötig ist, was Zachäus braucht. Er sieht die Not. Jesus sagt, komm schleunigst darunter. Heute ist es nötig, dass ich bei dir einkehre. Er vereinbart keinen Termin für die kommende Woche mit Zachäus, sondern er nimmt die Dringlichkeit wahr und er handelt sofort. Es ist nötig und zwar heute. Da klingt mit, dass es auf genau diesen einen Augenblick ankommt, auf den Augenblick der direkten Begegnung mit Jesus, auf den Blickkontakt, auf den Moment, in dem wir ihn sehen und uns von ihm gesehen fühlen. Das beendet augenblicklich jede Distanz, in der wir uns vielleicht in Sicherheit gebracht hatten. Jesus holt Zachäus auf den Boden zurück. Raus aus der Beobachterrolle. Er kann nicht unbeteiligt über allem schweben. Der Moment der Begegnung macht ihn zum Betroffenen. Jesus holt ihn aber nicht nur auf den Boden zurück, sondern er lädt sich auch bei ihm ein. Und auch das ist heute nötig und unaufschiebbar. Und alle, die das sahen, entrüsteten sich und sagten, zu einem sündigen Mann ist er hineingegangen, Herberge zu finden. Zu einem sündigen Mann. Zachäus aber stand auf und sprach zum Herrn, siehe, die Hälfte meiner Besitztümer her gebe ich den Armen. Und wenn ich etwas von jemandem erpresst habe, gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm,
Heute ist Heil geschehen diesem Haus, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Es kam nämlich der Menschensohn, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Die Zuschauer, die Umstehenden, die sehen immer noch nur den kleinen sündigen Mann, den Fiesling. Jesus aber sieht da einen Sohn Abrahams, einen bedürftigen Mann, ein Kind Gottes. Und Zachäus erhält eine Antwort auf seine Frage, die alles ausgelöst hatte. Die Frage, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und er erfährt, dass Jesus der ist, der gekommen ist, das Verlorene zu suchen und zu retten. Und wen hat Jesus gefunden? Zachäus. Den Verlorenen, den Reinen, das Kind Gottes, den von Gott Gesuchten. Als Zachäus Jesus als den erkennt, der das Verlorene sucht, erkennt er sich auch ein Stück weit selbst. Als den Verlorenen, jetzt Gesuchten und Gefundenen. Jesus sieht das Verlorene in Zachäus. Seine Verlorenheit, aber auch das, was unter den Blicken der anderen, was unter seinem eigenen Blick verloren gegangen war. Er sieht das ganze Bild. Er sieht Zachäus. Klein, fies, sündig, verloren, Gottes geliebtes Kind, zu dessen Rettung Gott alles gibt. Und Jesus sieht, was notwendig ist, nämlich, dass er sich bei ihm einlädt, dass er die Distanz überwindet, die Zachäus so gerne schafft. Es ist das, was Zachäus dann aus der Rolle befreit, aus diesem Bild, das zum Selbstbild geworden ist. Er wird aus dieser Rolle befreit, die er viel zu lange ausgefüllt hat. Die Rolle des Außenseiters, mit dem niemand zu tun haben will. Der Rabbi, den zu sehen viele Leute gekommen sind, möchte ausgerechnet mit ihm mehr Zeit verbringen. Mit dem Außenseiter, mit dem sündigen Mann. Und das, obwohl die umstehenden Leute sich darüber entrüsten. Aus dem Außenseiter wird ein Freund Jesu. Und plötzlich findet sich Zachäus in der Lage, aus der Rolle auszubrechen, die er so lange innehatte. Hinein in eine neue Rolle, die ihm verloren gegangen war. Raus aus dem Außenseitergefängnis. Und er zieht sich sozusagen einen neuen Schuh an. Den Kind-Gottes-Schuh. Vielleicht zum ersten Mal seit langem steht Zachäus auf, stellt sich hin vor alle Leute, statt sich hinter seiner Rolle zu verstecken und verspricht, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben und die Menschen, die er betrogen hat, zu entschädigen. Das passt gar nicht zum alten Zachäus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Blick Jesu verändert und befreit. Im Blick Gottes erkennen wir uns selbst. Er verleiht uns Wert und Würde, die wir selbst nicht machen können oder müssen. Wir dürfen uns sozusagen als geliebte Geschöpfe Gottes aus Gottes Hand empfangen. Wir haben Ansehen bei Gott, egal wie klein und unwichtig und übersehen wir uns manchmal fühlen. Uns selbst mit den Augen Gottes zu betrachten, hat transformierende Wirkung. Wir werden frei, die zu werden, als die wir gedacht sind. Es ist nicht möglich, Jesus zu sehen, ohne dass wir selber darin gesehen werden oder etwas über uns erkennen. Gott sieht uns und erkennt uns und darin erkennen wir uns selbst. Mitsamt unserer Kleinheit, mit all dem, was zwischen uns und Gott steht, aber auch als Kinder Gottes, die er reinmachen will und zum Heil bestimmt hat, den er bis in diese Welt hinein nachgegangen ist. Von Jesus gesehen zu werden, das ist erniedrigend und erhebend zugleich. Er holt uns wie Zachäus auf den Boden. Wir erkennen uns in unserer Kleinheit und sind doch darin angenommen. Und darin unheimlich gewürdigt, wertvoll. Ich fand das schön vorhin, das Sehen, wie Gott uns ansieht im Gebet. Und ich glaube, wir können da in beide Richtungen Baustellen haben. Manchmal tut es uns vielleicht gut, uns unserer Kleinheit, der Verlorenheit bewusst zu werden, demütig zu sein. Zugleich gilt aber auch, uns selbst zu verachten, die wir so sehr geliebt und geschätzt sind, ist Sünde. Und das war für mich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben so eine ganz wichtige Erkenntnis. Man spricht immer von
Nächstenliebe und so weiter. Aber auch wir selber sind Gottes geliebte Geschöpfe. Und uns selbst zu verachten, ist genauso Sünde wie den Nächsten zu verachten. Ich wünsche uns, den Mut zur Hoffnung zu haben. Den Mut, alte Bilder von uns zu verlassen und uns als die zu verstehen, als die wir verstanden sind. Gott sucht uns. Und er sieht schon jetzt, wer wir wirklich sind. Fiese Sünder einerseits und seine geliebten Kinder andererseits. Ich hoffe, dass wir es schaffen, uns diesen Schuh anzuziehen. Vielen Dank.